Hallo, wie gehst du? Du schreibst, du hast dein Excel wahrscheinlich versehentlich verstellt. Bei dir sieht alles so grau aus und was auch nicht funktioniert, das ist die automatische Ausfülloption. Das heißt, wenn ich hier reingehe, dann kriege ich hier in der Ecke nicht mehr diese Ausfülloption. Das heißt, ich kann das nicht mehr nach unten runterziehen und diese graue Ansicht. Also, ich habe es mal getestet, wie es funktioniert. Ich gehe hier auf die weiteren Befehle und dann habe ich einmal bei Allgemein. Da muss ich hier Microsoft Office Kopie personalisieren, Office Design, da steht dunkelgrau, da sage ich farbig. Und dann bei Erweitert, da gibt es eine Einstellung, und zwar Ausfüllkästchen und Drag and Drop von Zellen aktivieren. Und da hast du wahrscheinlich versehentlich den Haken rausgenommen, der muss also auch da drin sein. Das Ganze mit OK bestätigen, jetzt habe ich wieder meine grüne Ansicht und ich habe wieder meine automatische Ausfülloption. Also ich denke mal, da bist du vielleicht versehentlich drauf gekommen oder manchmal macht das Programm auch einfach Murks. Ich weiß auch nicht wieso. Aber das sind die zwei Einstellungen, die du machen könntest und dann sollte alles wieder funktionieren. Wenn nicht, schreib mich gerne wieder an. Danke, tschüss.